Moin und herzlich willkommen zu meiner zweiten Bundesliga-Prognose. Ja, in äh, ungefähr ja, weniger als einer Woche geht es wieder los äh, mit den ersten Spielen. Auf gegen Hamburg. Äh, ja, und ich habe einfach mal eine Prognose rausgehauen, wie letztes Jahr auch schon. Ähm, ich denke, die ist ganz gut geworden. Bin mir aber nicht so sicher, ich habe es über die Kicker-Tabelle gemacht, also über den Tabellenrechner unter Kicker. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ähm, ja, also. Ein paar Sachen äh, sind ein bisschen strittig, wie zum Beispiel so äh, Vereine wie Magdeburg, Hamburg, Schalke, Hertha, Braunschweig. Ähm, Finde ich sind recht strittig, jemand die sieht, also wie man die äh, place und sowas in der Tabelle. Aber ich habe mein Bestes gegeben und schauen wir mal, was wird, was wird. So, anfangen tun wir beim Platz 10 bei Holstein Kiel. Ja, ich werde es einfach so machen, dass wir von ähm, 10 aus nach unten gehen. Ähm, ich denke, das ist so am besten, da man da nicht so von unten direkt konfrontiert wird. Also ähm, finde ich einfach so ein bisschen besser, anstatt dass man direkt sieht, ah, okay, der steigt ab oder der steigt auf, dies und das. Äh, ja, 10. Platz Holstein Kiel, was soll ich dazu groß sagen? Viele denken ja, die werden stark unten äh, mitspielen um den Abstieg. Ähm, ich denke eher nicht. Ich denke eher, es wird so ein Mittelplatz, äh, Mittelfeldplatz sein, kann aber auch gut sein, dass sie. Bisschen tiefer sind, aber ich, ich denke mal, die werden Zehnter. Ähm, haben auch ein paar Transfers getätigt. Aber ich, ich sehe auf jeden Fall ein paar Mannschaften weiter unten. Also, vor allem die Aufsteiger alle drei. Sehe ich auf jeden Fall weiter unten als Holstein Kiel. Also, ich denke, 10. Platz gerechtfertigt. Man kann auch noch im 11. von mir aus mitgehen. Am 12. Aber finde ich so eigentlich ganz gut. Auf der Elf haben wir den ersten FC Magdeburg und auch den ersten ähm, strittigen. Platz, sage ich mal, einen ersten schrittigen Verein. Ähm, weil ich weiß nicht, viele sagen, die werden eine Überraschungsmannschaft, werden weiter oben mitspielen. Ich denke eher nicht, aber ich denke auch nicht, dass es um Abstieg geht. Ich denke, so bei denen ist viel möglich. Ich denke, so von Platz 12 bis Platz 8 ist alles drin. Aber nicht weiter oben. Also, ich würde sogar noch mit, mit Platz 7 mitgehen, aber für mich ist es Platz 11, weil ich ein paar Mannschaften deutlich höher sehe die haben aber auch Spieler wie Attik behalten und so ist auf jeden Fall sehr stark generell war, äh, viele Spieler behalten sehr stark deswegen denke ich Magdeburg wird nichts mit Abstieg zu tun haben aber auch nichts mit dem Aufstieg. Ich denke es wird Mittelfeldplatz wie gesagt zwischen 12 und 9 oder 8. Da kommen wir zum nächsten Verein den 1. FC Nürnberg und bei Nürnberg war ich wirklich also da wusste ich nicht wie ich die einschätzen soll. Also die haben Transfers getätigt, haben auch äh, ein paar Spieler abgegeben, haben aber auch äh, eine Laie gemacht. Ja, die haben wir zum Beispiel dem letzt ähm, Hunkbo geholt und äh Dwarf verloren und so. Ich weiß nicht, wie ich die genau einschätzen soll, in Nürnberg. Also ich denke, der zwölfte Platz ist recht verdient. Ich denke nicht, dass es so eine Katastrophe wird wie ähm, letztes Jahr. Die sind ja fast abgestiegen. Ich denke nicht, dass es so schlimm wird, aber ich, ich kann mir auch beim besten Willen nicht äh, vorstellen, dass so ein Aufstieg mitspielen werden. Ich denke, Mittelfeldplatz zwischen wie Magdeburg 8 bis 12, aber ich habe jetzt mal... Ähm, Nürnberg auf die 12 gemacht, weil ich einfach ein paar Vereine ein bisschen weiter höher sehe und so, aber das ist ähnlich wie bei ähm, Magdeburg. So, auf dem 13. mein FCK. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ähm, ich finde, wir werden viel zu überschätzt, viel zu sehr überschätzt. Es ähm, kann natürlich auch sein, dass ich mich irre und ähm, dass wir weiter oben spielen werden, weil viele das auch sagen. Aber. Ich meine, als Fan sollte man das doch eigentlich so mit am besten wissen. Viele sagen ja auch das Gleiche wie ich, äh, wo Fans sind, dass wir wahrscheinlich, das mal wahrscheinlich nichts mit dem Aufstieg zu tun haben werden. Eher was mit Abstieg, sage ich mal. Aber ich denke nicht, dass wir absteigen werden. Ähm, beim besten Willen, ich denke das wirklich nicht. Da gibt es, finde ich, deutlich schlechtere Vereine, deutlich schlechtere Teams äh, spielerisch. Ich denke auch, dass es mit Dirk Schuster nicht so gut laufen wird. Maybe wird er sogar entlassen. Ich bin auch nicht so großer Fan von dem und bitte bitte kommt jetzt nicht an anderen FCK-Fans mit dem Argument, oh, jetzt läuft es endlich beim FCK, jetzt haben wir endlich mal kein Chaos mehr oben. Ja klar, ist ja auch gut so, aber ich, ich sag einfach nur, dass ich kein Fan vom Schuster bin, von, auch wenn man im Fußball-War spielt und so. Ähm, es ist viel Glück, also die Hirnrunde natürlich, letzte Saison war stark, aber wir hatten noch sehr viel Glück. Ähm, angefangen bei Hannover, 90. plus 2, Kopfballtor von Kraus. Dann hatten wir noch zum Beispiel, wo ich mich gut erinnere, Düsseldorf, äh, wo wir in der letzten Minute durch Opoku noch ein Elfer bekommen haben. Dann noch äh, gegen Bielefeld, wo Hanslik ein Tor gemacht hat, ähm, in der 89. auch per Kopf. Vorlage von äh, Herrscher mit einem. Äh, mit einer Flanke, also meistens immer das gleiche Szenario, immer so Kopfball rein, irgendjemand steht da und macht es rein, meistens Beut. Also, so ist unser Spielprinzip. Wir warten auf Konter, Beut gibt den Ball an die Außen und dann ähm, ist da so ein Herrscher oder ein Hanslik, ein Opoku oder Redondo, der flankt rein und Bam, Beut macht einen Kopfballtor. Aber fragt mich nicht, irgendwas in der Art. So läuft es meistens bei uns und der Rückgrund hat man ja auch gesehen, dass es bei uns eben das nicht geklappt hat, dass es nicht so gut lief. Wir wurden, äh, Rückrundenplatz, ich glaube, 15. oder 16. Äh, ja, dafür, dass wir in Hinrunde 4. wurden, ist es schon ziemlich schwach. Wir wurden am Ende 9., was aber für einen Aufsteiger gut ist. Aber ja, ich sag ja, Hinrunde sehr viel Glück. Wir hätten noch deutlich schlechter abschneiden können, hätten wir dieses Glück nicht gehabt. Aber dafür hatten wir in der Rückrunde auch sehr viel Pech. Zum Beispiel gegen Bielefeld in der letzten Minute oder so, in der 90. plus 7 oder so, glaube ich. Äh, noch ein Gegentor kassiert, dass wir verloren haben. Oder ich glaube, gegen. In KSC hatten wir auch ein strittiges Abseitstor äh, oder so bekommen. Frag mich nicht, was der VR ähm, dann äh, gelten lassen hat. Ich bin mir nicht sicher. Aber so irgendwie war das. Okay, es war jetzt ein bisschen viel FCK-Gelaber, aber ich denke schlussendlich, wir werden ein bisschen was mit Abstieg zu tun haben, aber nicht absteigen. 13. ist, denke ich gerecht. Aber von mir aus gerne, gerne, gerne äh, alles drin, bis also Klassenerhalt, erstes Ziel, aber alles drin von mir aus, gerne, gerne, gerne weiter oben mitspielen. Von mir aus, ich hab da nichts gegen. Als Fan, ja, aber ich denke einfach so: äh, 14. bis 12. oder bis 11. werden wir dann auf der 14. Hansa Rostock, ja, wie auch ähm, schon das letzte Jahr, denke ich, Rostock wird 14. ähm, ja, wo ist letztes Jahr 15? da bin ich gerade doof, egal, ähm, auf jeden Fall Hansa Rostock 14. ja, ich denke auch, dass es bei denen ein ähm, bisschen mehr als beim FCK um Abstieg gegen, äh, geben wird, also ich denke, die werden. Auf jeden Fall um den Abstieg spielen, aber auch nicht so stark ist. Kann natürlich auch sein, dass Rostock sich ein bisschen fängt und Mittelfeldplatz bekommt, so Zwölfter oder so. Oder Elfter. Kann gut sein, dass sie Zwölfter werden, dass so ein Verein wie Nürnberg oder so doch noch abrutscht oder Holstein-Kiel. Ähm, weil ich denke, jetzt ist im Momentan im realistischen der äh, 14. Platz. Aber auf jeden Fall haben sie aber auch gute Transfers getätigt, beziehungsweise viele Transfers getätigt. Einmal. Äh, Van der Werf oder ähm, die haben Rossbach verlängern lassen, aber die haben auch äh, Schröter verloren. Ja, die haben auf jeden Fall viele Transfers getätigt äh, bisher und ich denke, es kann auch besser für Rostock laufen. Für mich gibt es auf jeden Fall noch drei andere Vereine, die die untersten drei Tabellenplätze eben belegen werden. Die sind für mich, also nur für mich, recht sicher. Es kann natürlich auch sein, dass es noch äh, dort was passieren kann. Ne? Aber ähm, für mich sind das eben die drei Vereine und deswegen denke ich nicht, dass Rostock absteigen wird. Genauso wenig wie der FCK oder Nürnberg oder sonstiges. Auf der 15 haben wir den VfL Osnabrück. Ja, ähm, ich denke bei Osnabrück, also ich habe ja gerade eben gesagt drei Vereine, aber ich denke Osnabrück ist auch vielleicht einer dieser Vereine, äh, die man da auch noch dazu zählen kann. Aber ich denke von den drei Aufsteigern wird Osnabrück ähm, als einziges halt eben schaffen, wie man hier sehen kann. Ja, okay, natürlich hätte auch ein Elversberg oder ein in Wien wiesbaden neunter oder so werden können. Aber ich denke jetzt nicht, dass das so passieren wird, ne? Also, ja, Osnabrück, deswegen, ja, äh, ich denke, die werden sich saven. Äh, die haben auch auf jeden Fall äh, starke Transfers getätigt. Die haben zum Beispiel Lennart Grill ausgeliehen, der beim FCK war, der Macher. Ähm, ist auf jeden Fall ein starker Rückhalt. Ja, also Osnabrück hat eigentlich gute Transfers getätigt und sowas. Und deswegen denke ich... Osnabrückwurz schaffen. Also, ich gebe jetzt mal den Call. Ähm, die untersten drei Plätze werden belegen, ist ja relativ jetzt eh klar. Braunschweig, Elversberg und Wien-Wiesbaden. So, das ist mein Call. In der Zusammenstellung muss es natürlich nicht passieren. Kann natürlich auch anders da passieren. Aber ähm, ja, so würde ich das halt sagen. 16. Elversberg, 17. Braunschweig und 18. Wiesbaden. Ich glaube nicht, dass Braunschweig sich äh, in der Liga halten kann. Äh, Dafür finde ich einfach den Kader zu schwach. Am wenigsten Ballbesitz. Äh, das sagt auf jeden Fall was aus. Der FCK war, glaube ich, die Mannschaft im Zweitwenigsten. Braunschweig mit dem Wenigsten. Das ist also, also aus der zweiten Liga. Letzte Saison ist es halt schon krass, ne? Aber Glas hat nicht mal was damit zu tun, sage ich mal. Aber Braunschweig konnte sich letzte Saison auch noch so safen. gerade so. Also es wird echt schwer für Braunschweig, sage ich mal. Elversberg und Wiesbaden, die beiden Aufsteiger, werden es auf jeden Fall auch nicht äh, leicht haben. Elversberg durchmarschiert von der dritten, äh, von der vierten in die zweite jetzt. Also die haben aber starke Transfers ich habe ich schon gesehen. Also Elversberg, die könnten natürlich auch ein Wunder schaffen und sich in der Liga halten. Oder auch durch die Relegation sich halten. Aber das wird auf jeden Fall schwer, weil ich denke, in der Relegation werden so Brockenland, wie Saarbrücken oder 60 oder Dresden. Aue, das ist... Aue weiß ich nicht mal, aber es kann auf jeden Fall, es können krasse Dinge noch passieren, äh, die in der Relegation sein werden, der dritten Liga, und die werden, denke ich, dann auch den Zweitligisten wegkommen, weil ich den Zweitligisten die Saison, die untersten vier, halt echt nicht so stark einschätze. Und Wiesbaden ist für mich eh keine Diskussion, ich denke, die werden so oder so direkt wieder absteigen, sagen ja auch die meisten. Ähm, ja, sorry an Wiesbaden, sorry an Braunschweig, sorry an Elversberg, aber es muss ja irgendjemanden treffen. Und ich finde einfach, die drei sind die schwächsten Vereine dieser äh, Saison, dieser Liga. Puh, deswegen ist es jetzt halt so, ne? Machen wir aber weiter. Schwups, und einmal nach oben schauen auf neunten Platz, ja. Das ist einfach, äh, die Spielvereinigung heute führt. Ich frage mich, wieso manche Leute, die so schlecht einschätzen, dass die absteigen oder so. Also, was ich da schon gesehen habe auf TikTok, irgendwelche Prognosen, dass sie getippt haben, dass äh, führt irgendwie im 16. wird oder so. Was ist denn mit euch los? Also. Fürth hat ja letzte Saison keine starke Saison für einen Absteiger gespielt, aber Pro bitte. Also, Fürth ist es äh, von, von Dings, vom Kader her, die viert ähm, oder fünft teuerste Mannschaft. Also, ich glaube nicht, dass Fürth absteigen wird. Also, ich glaube, die werden so auch Mittelfeldplatz belegen. So, ich würde sagen, 8. bis 11. 8. bis 10. so also irgendwie so in dem Dreh. Und deswegen. Ich frage mich, warum alle so denken, die werden absteigen. Also, nee. Nee. Weiter. Mit, mit, mit der 8. Machen weiter mit der 8. Auf der 8 befindet sich Paderborn, die haben viele Spieler abgeben müssen, unter anderem auch Richmond Touchy zum FCK, der jetzt aber keine große Rolle gespielt hat bei Paderborn. Aber äh, die haben auf jeden Fall auch viele wichtige Spieler verloren, habe ich gesehen. Und ähm, deswegen schwer Paderborn diese Saison, ich denke nicht zum Aufstieg, also die Saison wird es nicht zum Aufstieg. Da gab es auf jeden Fall bessere Zeitpunkte, bessere Saisons. Aber ich denke, die werden noch oben mitspielen. Aber es kann natürlich auch ein Mittelfeldplatz sein, wie ich es jetzt hier habe. Ne? Also ich sehe da ein paar Feinde ein bisschen stärker. Aber Paderborn könnte auch so siebter werden, oder sechster und am Ende im Aufstieg mitspielen. Ich denke, so die ersten sechs Plätze werden im Aufstieg mitspielen oder die ersten fünf irgendwie so. Deswegen habe ich jetzt auf der 7 auf der 6 den KSC und Hannover 96. So einmal hier, wenn man sich auch die Tordifferenz anguckt, sieht man ganz klar, dass der 9. und äh, der 8. und der 7. alle eine 1 haben. Das ist natürlich stark. Ja, nee, aber von der Punkteverteilung ist auch gar nicht so schlecht, ne? Also da, letzte Saison habe ich deutlich schlechtere Punkteverteilung gemacht. Also dass der 6 und der 7. so eine starke haben, ist vielleicht auch ein bisschen unwahrscheinlich, aber kann natürlich auch passieren. Aber gut, ne? Also ich denke, Hannover, äh, 6. Da ist gut möglich denke ich, werden im Aufstieg mitspielen, aber die werden es am Ende nicht schaffen, da ich fünf Vereine auf jeden Fall weiter höher sehe, ganz klar weiter höher sehe, und, ähm, ja, kann natürlich aber auch sein, dass Hannover wieder einbricht, weiß man ja nie, die sind ja ganz genau komisch irgendwie, letzte Saison war es ja genauso, also, ja, Hannover, Sechster, ist, äh, okay, kann was werden, muss nicht, die können noch wieder Achter oder so werden, aber, ich denke, zwischen sechs und Acht ist alles drin, ne, aber, ähm, auf jeden Fall nichts, nichts unten. Auf jeden Fall 6 und 8, so zwischen den Plätzen ist alles drin. Aber leider nichts. im Aufstieg Hannover und KSC. Ähm, denke ich, wird eine solide Saison spielen. Werden, ähm, um den Aufstieg ein bisschen mitmischen. Aber auch nicht zu so dolle. So ein schöner siebter Platz, das könnte doch schmecken. Und dann nächste Saison angreifen, sage ich jetzt FCK-Fan, dann könnte es auch möglich werden. Aber wird schwer. Kommt drauf an, wer absteigt. Ähm, nächste Saison. Aber ja gut, sehen wir dann, was wird, was wird. Auf dem fünften Platz habe ich die Fortuna aus Düsseldorf. Ich habe die erst viel stärker eingeschätzt. Und habe gedacht, die werden safe aufsteigen. Ähm, aber ich habe jetzt ein bisschen nochmal angeguckt und so. Ich denke, bei Düsseldorf wird das nächste Saison. Aber natürlich kann es auch was werden im Aufstieg, ne? Fünfter Platz. Die werden mitmischen, denke ich auf jeden Fall. Aber im Aufstieg denke ich, dass ich in Vier Vereine ein bisschen weiter vorne ähm, Können schwer werden für Düsseldorf, aber auf jeden Fall möglich. Sehr gut möglich. Wie gesagt schon, ich sag schon die ganze Zeit, aber ja, schwer, 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 schwer. Also ich war erst voller Überzeugung, dass sie ähm, Zweiter oder so werden. Ich hab die ja letzte Saison auch ein bisschen zu stark eingeschätzt. Ich glaube, als erster. Am Ende wurden sie Vierter. Ja, kann man falsch liegen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Düsseldorf aufsteigen wird. Aber schwer. Also bei Düsseldorf, das war wirklich der Verein mit Nürnberg, glaube ich. Und, ähm, ja, eigentlich mit Nürnberg und Hansa Rostock ein bisschen, ein Paderborn so, wo ich mir am unsichersten war. Vielleicht sogar Düsseldorf und Nürnberg am meisten, wo ich mir am unsichersten war. Deswegen lasst mir eines Besseren belehren, Düsseldorf. Ich würde euch euch gönnen, auf dass ihr aufsteigt. Ne? Ihr seid echt sympathisch. Ja, steigt auf. Also, Wäre cool. Jetzt der Schock für alle HSV-Fans, der vierte Platz. Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Also, da ihr jetzt genau seht, dieser Drecks ekelhafte Spastard hat für St. Pauli vor uns gesetzt. Aber nein, es tut mir leid, aber ich, ich, ich weiß es nicht, diese Saison, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Ich sehe Pauli einfach. Ich weiß nicht, es, ist, es wird schwer. Es wird schwer, ne? Es gibt, es gibt zwei Vereine, Schalk und Hertha, die. Da bin ich wäre eigentlich recht sicher, dass die aufsteigen werden. Deswegen, ich ich spoiler euch mal, ich habe die zwei auf dem ersten, auf dem zweiten und deswegen Pauli auf dem dritten. Also ja, deswegen, es, es tut mir wirklich sehr leid, auch wie knapp das da ist, also zwischen dem vierten und dem zweiten, ne, also sind wieder zwei Punkte also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er auch also so ist nicht, so ist nicht, ja, so ist so ist nicht. Ich habe mich wirklich, also bei den feinden habe ich mich wirklich schwer getan. Bei Pauli und äh, HSV, also HSV, ich denke, ihr werdet, also ihr werdet entweder Dritter oder Vierter werden. So wird das laufen, so wird das laufen, sag ich. Ich glaube nicht, dass ihr wieder aufsteigen. Es wird wieder einer der zwei verfluchten HSV-Plätze, Dritter oder Vierter. Ich weiß, ihr mögt diese Plätze nicht, aber es wird, finde, glaube ich, es ist also macht macht euch nicht an mir fest, es tut mir leid, aber ähm, denke, ich einfach ein die zwei Plätze und deswegen habe ich euch jetzt alle auf dem vierten getan. Es tut mir leid, aber ähm, ich finde es schwer. Pauli könnte auch vierter werden. Also bei denen war ich mir wirklich sehr unsicher, ich es immer so sehe. Düsseldorf auch natürlich, aber bei denen zwei war ich mir wirklich sehr unsicher. Es kann bei den beiden kann alles passieren. Da können wir auch gerne zwei Pfeile machen. Bin ich mir so unsicher bei den zwei äh, Hamburg-Vereinen. Ne? Also ne, kann auch sein, dass Hamburg dritter wird. Pauli vierter kann also. Da bin ich mir echt unsicher. Und so Schalke, Hertha. Schalke hat viele Abgänge äh, gemacht und sowas. Und Hertha bin ich mir recht sicher, dass die aufsteigen werden. Die haben so einen großen Kader. Den teuersten Kader. Äh, ich glaube, über 70 Millionen oder so. Kann auch sein, so, dass ich lost bin, sorry. Ähm, und Schalke auch stark. Ähm, viele denken eher, dass Schalke irgendwie Relegation spielen wird. Ich glaube, die werden am Ende Zweiter. Aber auf jeden Fall wird es bei den beiden um den Aufstieg gehen. Die Pflicht wird sein, bei den beiden aufzusteigen. Und deswegen denke ich einfach, Hertha wird erster. Die werden die Schale sich holen. Und werden direkt wieder in die Bundesliga aufsteigen. Und Schalke wird dann zweiter. Und nachrücken. Und dann auf der 3 wird ähm, Pauli oder Hamburg sein. Ne? Also eins von den zwei. Und ähm, dann werden die entweder, denke ich, gegen Augsburg oder gegen Bochum oder so spielen. Ne? Oder gegen Heidenheim, fragt mich nicht. Galabstadt, irgendwie sowas. Und... Dann ja, verlieren. Ne? Ja, ja egal. Ähm, das was auf jeden Fall von der zweitliga Prognose von mir. Äh, lasst gerne Like da, lasst gerne abo dann aktiviert auch gerne die Glocke. Das würde mich sehr 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 freuen. Und lasst doch gerne einen positiven Kommentar da, damit ihr mir. Äh, ihr könnt auch gerne eure Tabelle reinschreiben, ne? Eure Prognostierte Tabelle könnt ihr gerne machen. Könnt also ich bin auch gern für Verbesserungen offen, ne? Ähm, Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich Ingolstadt auf die 12 getippt. Am Ende wurden sie, glaube ich, 10. oder 12. Eins davon hat irgendwann dran geschrieben, Ingolstadt doch nicht. Die werden äh, Safe um Aufstieg mitspielen oder so. Die werden dritter oder so. Frag mich nicht, hat irgendeiner da geschrieben. Das weiß ich noch ganz genau. Und am Ende wurden sie ja 12. oder so. ne? Also genau das ungefähr, wo ich getippt habe, da habe ich auch so gedacht. Ja, nice. Hab ich doch richtig getippt. Also ja. Ne? Also lasst mich aber, also ich bin immer für. ähm, Dings für Feedback offen und auch für Kritik. Und deswegen, ja, war es, also, also, also Fußballthemen, ne, da, da kriegt man ja immer <laughs> ein bisschen Hecht ab, ne, sag ich mal. Und, ja, deswegen, ihr könnt mir äh, gerne eure Meinung reinschreiben. Das war's dann von mir. Wir sehen uns beim äh, nächsten Video. Es wird die, was kommt erst, der dritte oder äh, Bundesliga? Eins davon wird entweder die Bundesliga werden oder die dritte Liga-Prognose. Eins davon, nicht sicher. Deswegen, war's das von mir. Sehen uns, haut rein und ciao.